Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir tatsächlich noch eine Construction Sektor machen. Nach Wien noch einen. Was bringt das in einem Bereich? Es bringt State Construction Efficiency. Das heißt, in dem Staat produziert man dann stärker. So, und zwar geben das jetzt ganz rauf. Lassen wir es hinter den rein. Aber danach wird es quasi gleich gebaut. Also sobald wir die Coal Mine und die Paper Mill haben. So, schauen wir mal, wie sich der Preis vom Papier jetzt ändert. Sollte jetzt besser werden. Hoffe, für Holz geht er nicht so bald auf. Wir könnten nicht Holz. Was sind denn Osmanen kaufen? Uff, nicht schlecht. Sollten den Holzpreis niedrig halten. Wir wollen einen niedrigen Holzpreis haben. Ah, Tools sind noch immer so teuer. Wollen wir das Zeug jetzt eh schon die ganze Zeit bauen? Ständig und überall quasi. Fällt mir auf, wo bauen die Tools? Tools bauen wir da doch. Bauen wir noch eines ab. So, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo wir Stahl brauchen. Ich glaube nämlich, Stahl brauchen wir noch nirgends. Ja, noch immer ein Plus. So, was haben wir? Bei den Wahlen haben die Christlich-Sozialen fast 90% der Stimmen gemacht und die Konstitutionelle Partei, also die Liberalen, haben immerhin noch knapp über 10% gemacht. So, jetzt können wir das Government reformen. Industrial und die Kapitalisten raus. Okay, warum können wir das nicht? Ah, die Katholiken würden ganz gerne zu der Partei dazu. Ja, machen wir doch klar. 100% Legitimacy. Perfekt. Genauso wie sich's gehört. So, die drei bilden jetzt die Christlich-Soziale Partei.
Und da die christlich-soziale Partei etwa fast 90% der Stimmen hatte, haben sie natürlich eine riesige Legitimität, weil sie sonst niemanden in der Regierung haben. Das heißt, sie müssen sich auch mit niemanden einigen auf irgendetwas. Ja. So. Nationalgarde es nicht spielen. Ja, ohne die Kapitalisten da drinnen können wir es gleich vergessen. Wir könnten natürlich rein theoretisch die Colonial Exploitation reinhauen. Die Armed Forces mögen das. Andererseits, ich will echt nicht kolonialisieren. Das macht das Ganze noch schwieriger. Wir können jetzt Charity Hospitals machen. Finde ich gut. Polen wollen das. Yes. Klar machen wir das. Ah. Bureaucratic Shortfall. Das macht das Health. Warum haben wir das jetzt wieder? Wo haben wir Punkte verloren? Wieso haben wir bei den Aristokraten die Family Ties verloren? Sagt mir das jemand? Was haben wir denen getan, dass sie uns plötzlich nicht mehr mögen? Also, warte mal. Approval of Class 5. Das verstehe ich nicht. So habe ich da nur plus 4. In Wirklichkeit hätte ich da plus 8. Warum habe ich nur die Hälfte? Das verstehe ich nicht. Es muss irgendeine Änderung mit einem Patch gewesen sein, der jetzt gekommen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das letztens nicht so hatte. I don't understand. Wir machen einfach weiter mal. Stil. Brauchen wir Stahl für irgendetwas? Ist der schon da drinnen? Nein. Uff. Wieso ist unsere Artillerie jetzt plötzlich auf Plus, weil wir es wahrscheinlich verscherbeln an irgendjemanden? So, schauen wir mal. Wie ist denn unsere Factory? Da können wir wahrscheinlich am ehesten noch Stahl brauchen. Arms Industry. Oh, Lombardei und Böhmen. Und Kanonen. Okay. Und wir können noch gar nichts machen. Wie ist es mit Shipyards? Wir bauen Military Ships und Wooden Ships. Ja, da brauchen wir schon Maschinen. Wo brauchen wir Stahl? Kann ich da irgendwie zum... Consumed in Tooling Workshops.
man jetzt bei Steel Tools. Das dauert noch. Hahaha. Wo noch? Motor Industry, Shipyards, Arms Industry, Railways, im Construction Sector. Aber in keinem von denen können wir es jetzt noch brauchen. Das heißt, in Wirklichkeit bauen wir diese Stahlindustrie für nix und kann das sein? Jupp, kann sein. So, wir haben eine Stahlfabrik. Das heißt aber, wenn wir Stahl haben, dann müsste das Stahlmüll sein. Oder? Heißt, wir könnten es exportieren. Auf den französischen, schwedischen, belgischen Markt. Auf den belgischen Markt. So, wie ist das bei euch? Wisst ihr, was wir machen? Wir exportieren nach Frankreich auch noch. Dann hoffen wir, dass wir bald irgendetwas haben, wo wir Stahl brauchen im eigenen Land. Weil sonst ist nämlich dieser Journal Entry ziemlich bescheuert. Aber gut, soll sein. Soll sein. Wir brauchen mehr Government Buildings. Das machen wir gerade. Silk Plantation. Und mehr Tooling Workshops. Einer der größten Vorteile von Österreich ist ja, wir haben quasi alles im Superüberfluss. Okay. Oh. Ein Diplomatic Play. Die Osmanen greifen Ägypten an. Das könnten wir eigentlich nutzen. Und zwar könnten wir Transfer Subject machen. Vielleicht geben die Osmanen her das Zeug. Kostet 9 Infamy. Das kostet 7,5 Infamy. Das Infamy, das heißt, Moldawien scheint das stärkste zu sein von denen. Schauen wir mal, was haben die da? Ah, die haben sehr gute Logging Camps. Die produzieren billig Holz für unseren Markt, würden die. Die haben Essen und Cotton. Aber Cotton brauchen wir echt nicht. Oh, die haben eine Food Industry. Das kann ja mal so schlecht. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist.
Sieben haben wir eine Stärke von 10, haben wir eine Stärke von 15. Moldawien ist sogar besser, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Russland eingreift, bei Moldawien ist größer. So, du bist ein Protektorat vom Osmanen. Du bist auch ein Protektorat. Und du bist auch ein Protektorat. Wenn wir Transfer Subject machen würden hier. Moldawien und die Osmanen auf der Seite sein. Great Britain, Russia, France, Prussia, Bolivia, Egypt. Einmischen. Okay, Ägypten natürlich nicht, Bolivien natürlich auch nicht. Problematisch wird's, wenn sich Russland oder Preußen einmischen. Auf der anderen Seite Frankreich und Großbritannien wären auch nicht so schön. Sollen wir das machen? Ja, wieso nicht? Wir versuchen das. Der Vorteil hier ist nämlich, dadurch, dass die mit Ägypten gleich den Krieg beginnen werden, sind sie beschäftigt. Was? Die beiden würden... Ah, shit. Das wäre nicht gut, wenn Preußen eingreift oder Frankreich. Das wäre ein elender Krieg. Wir könnten drei Leute auf unsere Seite bringen. Russland, die Walachei, schon was an. Also wenn Preußen auf die Gegenseite geht, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, Russland auf unsere Seite zu bringen. Aber noch. Jetzt können wir mal als erstes unsere Truppen mobilisieren. Könnte ein großer Krieg werden, das heißt, wir sollten alle mobilisieren. Wir haben zwei Fronten hier. Und hier. Mein Freund, bist du ein guter Angreifer? Nein. Du bist ein guter Verteidiger. Dann stelle ich dich mal zum Verteidigen hierher. Balkankinder. Du kannst gar nichts. Wo bist denn du? Okay. Du verteidigst hier mal. Du bist ein offensiver Angreifer. Du greifst hier an. Radetzky,
Du bist. Grenzt hier an. So, und du hier bist auch offensiv, du greifst hier an. Und du bleibst nochmal stehen, weil bei dir wissen wir noch nicht genau, wo wir hin wollen mit dir. Humiliate Austria. Das würde einfach nur unser Prestige senken. Damit könnten wir fast leben. Also im schlimmsten Fall, wenn die alle da auf seine Seite überspringen, was ich nicht hoffe. Die Egyptian Ottoman Crisis. Ottoman Empire's attempt to take back control of the Levant from Egypt has become an international incident. Our involvement may tip the balance of power. Oh. Ja klar, machen wir doch glatt. Verdammte Franzosen. Ich hasse euch. Ich meine, wir die Russen auf unserer Seite kriegen, zahlt sich der Krieg dann aus? Wir wollen die Osmanen auf jeden Fall schwach haben. Egal was ist. Was auch kommen mag. Ich könnte natürlich jetzt mehr verlangen. Wir könnten auch noch Serbien verlangen oder Bosnien. Oder wir könnten freilassen. Bringt 23 Infamie, wenn wir Bosnien verlangen. Sich Frankreich nicht in diesen Krieg einmischen. Nein, in meinen Krieg müssen sie sich einmischen, die Idioten. Wozu schenke ich ihnen Geld? Wozu schenke ich ihnen meine Aufmerksamkeit und Affection? Apropos, das kann man jetzt auch machen. Großbritannien kriegt auch meine Affection. Württemberg. Ich nicht richtig. Die Franzosen. Kann ich gegen die Franzosen Krieg führen? Die sind sicherlich technologisch mir voraus. Aber sie werden noch nicht die gesamte Streitkraft einsetzen, weil ich meine, haben die irgendwas gekriegt hier? Ich glaube. Naja, einen Dings, eine Obligation.
Könnten die Russen Erzrum verlangen? Chaos. Wo ist Chaos? Und da ist er zu rum. Was ist? Yay. Was wir jetzt machen ist, wir werden auch noch ein Wargold für uns adden. Und zwar, ich glaube wirklich Bosnien. Nämlich. Oh, klar, jetzt ist Preußen auch noch dabei auf seiner Seite. Ich hasse euch. Okay, wisst ihr was? Wir stecken zurück. Was macht Humiliate? Ich mag nicht gegen die Preußen kämpfen müssen. Gegen die Franzosen hätte ich gekämpft. Reduces the prestige of Austria and prevents them from opposing Ottoman and diplomatic place for 5 years. Können wir eigentlich da auf die Seite gehen? Das ist eine interessante Sache. Ich frage mich gerade, ob Ägypten irgendwas tun könnte in dem Krieg, das mich glücklich macht, dass ich auf der Seite einsteige. Ich frage mich gerade, ob ich das Spiel crashen würde. Der Seite einsteige und quasi in den Krieg gehe, würde dann das da sterben? Wir versuchen das mal. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, ich bringe jetzt. Ah, verdammt, der hat nachgegeben. Fucking. Das hätte nicht sein müssen.
Auf die Art und Weise haben die Osmanen auf jeden Fall verloren, aber wir auch. Finde ich nicht richtig. Ach ja. Wir backen down, was soll's. Es ist nur Prestige. Es ist nur Prestige. Oh, Health Taxes. Ja. Er hätte auch Dings verlangen können. Er hätte auch War Reparations verlangen können. Das wäre unangenehmer gewesen. Das wäre Geld gewesen. If you call for some form of healthcare system, many are questioning where the money for setting up the new healthcare system will come from. Some are suggesting simply taking it out of our tax base, while others insist the government should find another way to cover the costs. Take it from the tax fund. Was würde das bringen? Wieso sehe ich nicht, was passiert, wenn wir das machen? We can get by. Oh. Ich sehe nicht mehr, was passiert. Can we get by with it. Ja, wir nehmen das einfach, was soll. Was auch immer es macht. Es hat unsere Success Chance erhöht. Warte mal. Wir sehen keine Dings mehr. Keine Highlights mehr. Ah doch, da sind sie wieder. Ah, okay, das hat wirklich viel Geld gekostet, scheinbar. Aber das ist meistens nur bis zum Ende bis es eingesetzt ist dann. Und wir haben mehr als genug Geld. Ah, weg ist es. So, okay, gut, das zweite Stahlwerk. Eigentlich nicht wirklich. Oder? Ich sehe außerdem gerade bei uns, es ist noch Sachen offen. Okay, schauen wir mal als erstes. Wir brauchen Eisen, ist noch immer teuer. Und wir haben eine unproductive. Okay. Na gut, dann schauen wir mal als erstes unseren Markt an. Eisen, Tools und Klippe und Glas und Kohle. Okay. Na, warte mal, was noch? Essen und Papier. Porzellan und Knarren. Okay, das heißt, wir machen als erstes Eisen und Tools. Und einmal Tools. Nein, nicht in Österreich. Und was haben wir noch gesagt? Eisen, Tools, Clipper, Shipyard. Und
Industry. Und Papier. Wir werden Unmengen an Papier brauchen. Okay. Hätten wir das? Ja, ich weiß, Papier ist teuer. Brauchst mir das echt nicht zu sagen. Ah. Warte mal. Ist das schon wieder ein Play an Diplomatic? Frankreich unterstützt die Osmanen schon wieder, aber diesmal gegen Großbritannien. Weil die Marokko gerne hätten. Stellt sich mir jetzt die Frage, sind wir in der Lage, Tunesien zu subjugaten? Nein, weil wir haben kein Interesse dort. Ha! Wir können das nicht. Sehr gut. Sehr gut. Wir konnten Montenegro zum einfach weil wir es können und weil wir jetzt frustriert sind. Bringt uns Holz? Naja. Bringt nicht wirklich was. Ein kleiner Teil für unseren Markt, um den wir uns nachher nicht kümmern müssten. Ja, andererseits bringt das irgendwas. In meinem letzten Spiel bin ich drauf gekommen, Griechenland anzugreifen, ist eine dumme Idee mit der Flotte. Haben. Aber wir könnten natürlich rein theoretisch die Flotte vergrößern. Das würde sowieso Sinn machen. Wir bauen da mal drei zusätzliche Schiffe dazu. Zentralarchive, yay! Okay. So, wichtig. Wir können jetzt unsere Government Administration auf die besseren Archive umstellen. Ich würde das ganz gerne zumindest in Böhmen machen. Dann könnten wir dort auf jeden Fall voll Steuern eintreiben, nehme ich mal an.
Und in Venedig ebenfalls. Dann schauen wir. Dann 50%. Aber wir haben jetzt 66 plus. Könnten rein theoretisch hier um 1 raufgehen bei der Education. Das wäre super. Und wir werden noch ein Gebiet umstellen. Schauen wir mal, welche Gebiete haben denn noch, sehe ich nicht wegklicken sollen. Damals. Lombardei wahrscheinlich ist noch ziemlich weit weg, oder? Yep. Das ist jetzt gut. Ich glaube, Transdanubien. Ja, das ist auch ziemlich stark. Aber die haben noch nicht einmal ein Dings. Hahaha. Okay. Ich bringe eine Government Administration. Da, Ostgalizien. Stellen wir auch noch um. Die Bukowina, Nordtranssilvanien, definitiv umstellen. Außerdem noch ein zusätzliches Dings dazu. Naht. Da haben wir schon gesagt, da brauchen wir noch was. Zentralungarn. Da werden wir auch umstellen. Aber dann ist Papier so teuer, dass wir nicht weiter umstellen können, sollten, dürfen. Ja. Schauen wir mal. Papier, Papier. Du kommst ganz rauf. Und du kommst auf jeden Fall. Auch ziemlich weit nach oben. So, und was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Irgendwas, wo wir Stahl brauchen. Nicht Agriculture. Mechanical Tools. Und danach die Eisenbahn. Oder Boilers. Noch Mechanical Tools. Wie hat das aus? Oh, da gibt es bald einen Krieg. Uff. Na, schauen wir mal, wie das ausgeht. Das ist gerade zurückgezogen. Die versuchen sich jetzt gegenseitig umzubringen.
Ja, schauen wir mal. Wie ist denn das jetzt mit meiner Infamy? 5,8 liegt noch drin. Spanien ist auch im Krieg. Bist du irre? Das ist ein Monster. Können wir die Osmanen embargoen? Kann ich ein Embargo auf euch setzen? Das kostet 150 Influence. Ja, andererseits verdienen unsere Industrien mehr. Okay. Schon so. Das sind keine auch die Ägypter. Yay! Charity Hospitals. Finde ich gut. Ja, dadurch ist auch das Geld wieder besser geworden. Wie schon gesagt, das ist nur während des, im Normalfall nur während währenddem man versucht, das durchzusetzen. -5% Mortality. Hey, und es stärkt die Kirche auch nicht schlecht. Könnten die Polizei auch aufgeben? Noch haben wir kein Turmoil, aber es wird schon noch kommen. So, Mechanical Tools Check. Und General Staff Check. Skirmish Infantry. Okay. Wir machen Raid Base als nächstes. Und dann schauen wir mal deine Truppen. Was würde es denn kosten? Oh, wir bräuchten Munition, oder? Die haben wir noch gar nicht. Produzieren wir noch nicht. Gut, das heißt, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist eine Munitionsfabrik. Und dann langsam aber sicher alle unsere Truppen auf Skirmish Infantry umstellen. Vor allem die nächste Artillerie braucht auch Munition. Okay. Okay, gut. Munitionsfabriken. Wir brauchen Percussion Caps. Gut.
Wir werden andere Technologie machen. Keine Railroads, sondern Karten. Jupp. Wir wissen, was wir tun. Ah ja, wir wollten außerdem, wenn wir schon dabei sind, wir wollten auch unsere Arms Industry vergrößern. Uff, Lombardei und Böhmen. Ja, wir gehen Böhmen rauf. Sollten eigentlich in Österreich das machen. Wir fangen damit Österreich an. Na gut. Boah, ich sehe, wir haben schon wieder zu lange gebraucht. Wir machen Schluss für heute. Ich hoffe, meine Lieben, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.